Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play oder soll ich es Let's Fail nennen von Mad Games Tycoon, Freunde. Ja, letzte Folge habe ich ja wieder grandios gefailt. Ist jetzt passiert, kann ich nicht mehr ändern. Wir haben hier alle Updates raus, ne? Alles klar, dann können wir gleich das nächste Spiel machen. Aber, wo ist der Typi? Wie sieht's mit dir aus? Er ist auch bei 100%, wunderbar. Jetzt haben wir einen perfekten Grafiker. Ein paar Soundleute müssen wir noch machen. Da würde ich sagen, entwickeln wir einen Nachfolger. Und Teenager hat nicht gepasst. Machen wir mal Kinder. Machen wir mal Kinder und probieren das. Und diesmal kein Retail, sondern MMO. Mit unserer Engine. So, und die heißt jetzt... Oh, nein. So, zweiter Teil, diesmal MMO. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Ich, wie gesagt, aber für Kinder ein MMO, ich mache das für Erwachsene. Komm, wir machen Erwachsene, wir werden ja sehen, was rauskommt, Freunde. So, natürlich alles, was wir haben, hier rein. Hier hat nichts gepasst, ne? Wie sieht es mit unserem Kopierschutz aus? Gibt es schon wieder ein besser? Natürlich. Wie jedes Spiel, ne? Immer wenn wir neue Spiele machen, gibt es bessere. So, Fanbriefe. Ja, verkauft sich hervorragend. Das hilft mir nur leider nicht. So, wir machen jetzt erstmal... Nein, nicht so. Nein, 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 nicht Konzepte. Spielbericht. Kopieren das. So, okay. Es heißt, wir sollen hier mehr rüber. Komm, dann gehen wir mal ganz rüber. So. Und hier wird mir gar nichts angezeigt. Dann machen wir mal mehr Funktion und mehr in das rein. So. Probieren wir es jetzt mal so. Das ist jetzt umgestellt, deswegen habe ich das kopiert. Das passt jetzt auch. Wunderbar. Und Play. So, Gameplay verbessern, Animationen rein bitte, den Sound schöner machen und die Grafik bitte auch noch ein bisschen aufhübschen. So, wunder, wunder, wunderbar. Wir machen hier jetzt noch ein bisschen Werbung für unsere Konsole, dass die wieder auf 100% gehypt ist. Wie sieht es denn hier überhaupt aus mit dem Preis? Ja, bleibt noch bei 499. Obwohl, komm, wir können 50 Dollar runtergehen, oder? Machen wir 449. Wir sind ja nicht so Arschgeier, ne? So. Bringt das überhaupt was? Ja, das war aber ein schlechtes Spiel, aber okay. Ja, doch. Bringt nochmal 60.000 circa verkaufte Dinger. So. Den zweiten Teil bitte hypen. Erster Teil haben wir nichts mehr auf Lager. Wird natürlich wieder nachproduziert. Nein. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gemacht, glaube ich. Aber okay. Kein Problem, es gibt ja noch eine Zweitvermarktung. Das sollte dann schon passen. Jetzt gibt es eine neue Forschung für eine Konsole. Aber momentan verkauft die sich noch so gut, dass wir natürlich noch gar kein Interesse an einer neuen Konsole haben. Muss man ja auch mal sagen. Assassins and Soldiers 2. Ja, ist okay. Ist okay, Freunde. Oh, neue Forschung. Stereoskopie. Ja, schön, dass wir jetzt gerade wieder ein Spiel entwickeln und gerade nichts reinbauen können. Und dass das dann mit der alten Engine läuft. Oh, das hat wirklich nochmal eine 500.000 verkauft. Dann probieren wir das doch nochmal. Ja, es ist jetzt nicht so das Wunderspiel, ne, vom Geld her oder von den Verkäufen her, aber war unser erstes Rollenspiel. Muss man ja auch mal sagen, deswegen, naja, das wird jetzt erforscht natürlich. So. Ja, wir machen noch ganz gut Geld, ist alles schön. Und diesmal habe ich auch wirklich ein MMO angeklickt, ne? Hoffe ich zumindest sehr. Und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir jetzt auch irgendwas noch getroffen. Ich hoffe es. Yay, 11 Bucks. Aber das ist auch egal, Freunde. Denn jetzt machen wir die raus. Wegen 11 Bucks ist wirklich dann nicht schlimm. Muss man jetzt mal wirklich sagen. Nochmal eine 500.000. Was ist denn los? So, hier geht's weiter. Zack.
Haben wir auch? Nein, wird noch nicht rausgehauen. Natürlich nicht. Wir müssen doch das Spiel erst fertig machen. Mann. So, Grafik, Sound ist fertig. Bugs und Motion Capture noch nicht. Wie so oft. Aber kein Problem für uns. Ja, jetzt haben wir wirklich viel zu viel produziert. Aber gut, kein Problem. Wir haben 48 Millionen gemacht. Ist okay. Zweitvermarktung wird es ja auch noch geben von dem Spiel. Deswegen denke ich, kriegen wir das noch los. Da-da-dum. 49 Millionen. Alles klar. Da auch noch ein bisschen Geld. Wir machen Geld. Ist alles in Ordnung. So, 399. Wir gehen runter mit dem Preis. Heißt, unsere Verkäufe müssen sehr hoch gehen. Wunderschön. 3,5% Marktanteil mittlerweile. Wir halten das auch nochmal, den Spaß. Dass wir auf 100% kommen, auf jeden Fall vom Hype. Verkauft sich doch noch ganz ordentlich. Und 3,6% Marktanteil schon. Kann man nichts meckern, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt so reingucken, Moment. Wenn man jetzt hier so anguckt, sind DevKits 3%. Das sehen wir hier beim Uppelmuck. Besser wie ein Uppelmuck. Na? Also ist jetzt nicht so wenig. Also so schlecht. Schön. Ja, da sind wir nicht dabei, ganz klar. Nächstes Jahr vielleicht, wenn wir dieses Spiel rausbringen. Okay, Animationen sind durch, ne? Jawohl, sind durch. Da ist nur noch Bugs. Das heißt, ich schalte jetzt diesmal die Server an und diesmal hoffentlich nicht für umsonst. Wie vorhin. Ja, das war wirklich... Ja, letzte Folge war sehr schön, ne? So, veröffentlichen. Selber produzieren in 4 Wochen ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Zwei Prozent besser sind wir geworden, ne? Ja, $5 fürs Abo ist, glaube ich, okay. Und wir... Moment. Spielbericht. Und wir produzieren... 1 Milliarde. Habe ich... Konnten wir jetzt den Preis dafür... Ah, doch, $39. Ne, haben wir eingestellt, genau. So, jetzt sieht man nämlich hier auch Abonnements und so, ne? Bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Wir machen gleich mal ein Update. Ihr wolltet unbedingt, dass wir ein MMO machen. Jetzt mal sehen, ob sich das lohnt für uns oder für mich. Ich bezweifle es ein wenig. Wie gesagt, ich habe immer schlechte Erfahrungen gehabt damit. Warum auch immer, aber jetzt mal sehen. Es werden 48.000 Stück verkauft. Das ist nicht so schön. Wird ein bisschen zu wenig verkauft. Kann man hier Preis? Wo war denn das? Gehen wir halt auf $29 runter. Ja, das bringt aber auch nicht so viel, ne? Warum gibt es keine Abos? Sind doch gekauft. Spielen die das einfach nicht? Oh, Videoboom. Ja, das ist jetzt sehr gut. Eigentlich sollte das jetzt sehr hoch gehen hier, ne? Nein, keine Auftragsarbeit. Wir machen noch ein Update. Rein theoretisch sollte das jetzt extrem... 50% sind das aber nicht. Aber ist okay, ist okay. Das hilft uns auch jetzt auf jeden Fall. Was das nicht das Schlechteste ist. Aber wieso gibt es noch kein... Ah doch, jetzt gibt es langsam Abos. So langsam, vielleicht der erste Monat gratis oder so, wenn man sich das Spiel holt. Ich weiß es nicht. So, Rollenspiel-Engine wird auch noch upgedatet, natürlich. Und dann hauen wir die ganzen Updates raus. Und dann gucken wir mal nach Add-ons, ne? Würde ich sagen.
Dum, dum, dum. Wir haben nichts mehr auf Lager bald, ne? Wir müssen hier nochmal eine Million müssen wir bestimmt produzieren. So, dann hauen wir noch ein Update draus. Zwei Stück noch. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das funktioniert, aber wir werden es sehen. Komm, wir gehen natürlich nochmal auf die Messe, klar. So, jetzt haben wir alle Updates, ne? Jupp. Das heißt für mich, da kommt jetzt direkt ein MMO-Add-on. Für Unbelievable. Mit allem. Level Cap erhöhen, neue Items, neue Quests, neue Gegner, neue Gebiete, neue Spielerklassen. Ja, warum nicht? Was kostet der Spaß? 12 Millionen. Alles klar. Wie war das jetzt? Super, das hätte man uns mal merken sollen, ne? Kann ich da die Grafik und so? Grafik kann ich dann nicht machen, okay. Kann ich da den Sound? Auch nicht. Kann ich da Animation? Auch nicht. Aber das kann ich. Gameplay, oder? Gameplay auch nicht. Alles klar. Aber die Bugs darf ich, oder? Die Bugs dürfen wir rausmachen. Okay. Ja, dann hypen wir das natürlich auch mal. Hypen wir das natürlich auch in den Himmel. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Das alles, was bringt überhaupt? 559.000 Abonnenten. Wir haben viel zu großen Serverraum. Guck mal, das ist gerade mal angekratzt hier. Unfassbar. Unfassbar. Wir produzieren nochmal eine Million. Das passt schon. Zwei Millionen hier. Da, da. Boom ist vorbei. Naja. Bin ich jetzt mal gespannt, wenn das Add-on rauskommt, was das bringt. Ob das nochmal einen Boom fürs Spiel bringt, oder? Wir werden das erleben. Ihr könnt mal ein bisschen trainieren gehen. Startet Trainingskurs für das hier. So. Wirklich? Wirklich? Dafür habt ihr unsere V-Sim Engine benutzt. Beste Engine, wo es gibt, und sie versauen das Spiel, ne? Mann. Wir machen ja sogar mit Experimenten Geld hier. Unfassbar. Ja gut, 885.000 mal 5 Dollar oder jetzt eine Million mal 5 Dollar ist auch nicht zu verachten, ne? Was wir da noch extra kriegen an Kohle. Ich mach mal da noch eine halbe Million nach. Weil gleich müssen wir ja die hier durchproduzieren. Müssen wir ja auch noch produzieren dann. Ja, Studio des Jahres. Nichts, kein Spiel des Jahres, gar nichts. Naja. Haben wir überhaupt was getroffen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Wahrscheinlich nicht. Wenn die mit den Bugs fertig sind, müssen wir mal schauen. Was mit... Nein, kommt noch nicht raus. Wie sieht es denn hier aus? 349 Dollar. So. Schön, schön, schön. Dann hypen wir das auch noch mal ein bisschen. Unsere Konsole dürfen wir auch nicht außer Augen lassen. Ne? Ganz klar. Und noch 68% Hype. Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. So, das werden wir jetzt abschließen und rausbringen und selber produzieren. Und 4 Wochen und... Ne, da gibt es halt kein T-Shirt und kein Aufkleber, kostet aber dafür nur 25 Dollar, fertig. Obwohl, ach komm, wir machen Vollpreis. So viel wie das Spiel gekostet hat, kostet es auch. So, 79%, okay. So, ich wollte hier nach dem Spielbericht schauen. Ah, Spieltiefe haben wir getroffen, wunderschön.
kann man denn jetzt, für das kann man ja auch ein Ding machen, alles klar. Wir produzieren hier mal, keine Ahnung, auch 1 Million? Kaufen das alle, wo das gekauft haben? Man weiß es nicht, oder ich weiß es nicht. Können wir das auch noch verbessern? Können wir tatsächlich, alles klar. Ja, aber das verkauft sich ja kaum. Also ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt. Weil die Kosten für die Server sind ja so extrem. Na klar, wir haben über 1 Million Abos und so, klar, aber ich bin irgendwie nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich hau jetzt hier die Updates noch raus. Und keine Ahnung, dann schreibt ihr mir am besten, was ich falsch mache. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, okay. Gut, das haben wir dann auch. Wie sieht es denn hier aus? Ja, komm. Einmal trainieren, dann müsste gut sein nochmal. Ein Trainingskurs noch, dann müsste das auch passen. Wir haben hier jetzt das. Wir haben hier Miese von 19 Millionen mit dem Add-on. Machen aber dadurch Abonnenten. Ich weiß es nicht so wie... Ja, wie gesagt, am besten schreibt ihr mir das, was ich verkackt habe. Ach, müsst ihr noch ein Training machen? Was ist denn los mit euch? Ja, gehen wir natürlich auf die Messe mit allem, was wir haben. So. Mal verkauft sich mehr, mal weniger, ne? Na gut, jetzt nach der Messe vielleicht nochmal mehr gehypt, okay, aber... Keine Ahnung, jetzt seid ihr aber perfekt, oder? Ja, jetzt sind die Soundleute auch perfekt. Können die wieder zurück in ihr Büröchen. Und ja, gut, dann war es das schon wieder für die Folge. Wie gesagt, schreibt mir das mal rein, was ich verkackt habe oder was ich hier verkacke. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.